Dankeschön, Frau Regierungsrätin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin aktiv legitimiert. Seit 2 Monaten bin ich AHV-Rentner. Und daher weiß ich, kann ich also über die graue Revolution aktiv legitimiert sprechen. Mein Referat hat 3 Ziele, sind mir gestellt worden. Ich solle die demografischen Fakten präsentieren. Ich gehe dann 1, 2 willkürlich gewählte Effekte dieser demografischen Fakten präsentieren und Handlungsoptionen, wenn es noch Zeit hat. Und sonst werden wir ja sicher in der Podiumsdiskussion über die Handlungsoptionen reden oder später bei der Finanzierungsfrage. Welche sind also die Fakten? Wenn Sie denken, es gäbe bereits jetzt überproportional viele Rentenempfänger, dann haben Sie, und der Gipfel sei erreicht oder bald erreicht, dann sollten Sie nochmals über die Bücher gehen. Laut der UNO-Weltbevölkerungsstatistik steht, ich zitiere, das Schlimmste noch bevor. Bis 2035 wird sich die Anzahl der Alten fast verdoppeln, und zwar um über 1,1 Milliarden Menschen über 65 Jahre. Das entspricht etwa einem Achtel der Menschheit. Und zwar altert die ganze Welt, die Weltbevölkerung, und zwar mit gravierenden Folgen, vor allem auch in Asien. Ich habe das Privileg, in einem Beratungsgremium des chinesischen Staatsrates zu sein. Und China wird in wenigen Jahren 450 Millionen Menschen über 65 Jahre haben. Und das in einer Familienstruktur mit einem Kind. Das hat ganz interessante Effekte. Zum Beispiel, ein einziges Baby hat 14 Erwachsene, für das es eigentlich so emotional zuständig ist. Ein einziges Baby, 14 Erwachsene. Wenn Sie in einem chinesischen Restaurant mit einem Baby auftauchen, ist ein Volksauflauf. Jetzt schon. Die Leute kommen alle und sagen dem Baby guten Tag. Wie Sie von der Grafik sehen, wird die Schweiz schneller grau als der Rest von Europa. Wir müssen uns also fast ein bisschen mehr anstrengen. Diese Tabelle können Sie auch in einer anderen Form zeigen. Das sind die Abhängigkeitsverhältnisse. Sie kennen diese Tabellen. Was ist das Verhältnis der Bevölkerung über 65 Jahre? Wir ziehen jetzt diese Limite mal. Bei 65 Jahren, mag mich allerdings erinnern, als ich ein Bub war, war für mich jemand, der 65 Jahre alt war, sehr alt. Und das hat damals auch gestimmt. Und jetzt, wo ich 65 Jahre alt bin, ja, finde ich das eigentlich nicht mehr. Sie sehen, laut UNO-Statistik steigt in der Schweiz das Abhängigkeitsverhältnis bis ins Jahr 2050 von 27 Alten pro 100 Erwerbstätigen auf 50 Alte pro 100 Erwerbstätige. Also eine Verdoppelung dieses Verhältnisses. Also 2 Nicht-Alte sind eigentlich zuständig für einen eben so definierten Alten. Dabei geht es uns noch verhältnismäßig gut. In Japan steigt dieses Verhältnis sogar von 35 auf 74. Pro 100, das heißt, fast jeder, der irgendwie noch aktiv tätig ist, hat einen Counterpart, der eigentlich sogenannt alt ist. Und besser sieht das in den USA aus, das ist der Effekt einer viel höheren Geburtenrate in allen Teilen der amerikanischen Gesellschaft und einer hohen Immigration. Und darum sieht in den USA das anders aus. Das hat natürlich demografische Effekte. Aber es hat vor allem natürlich, wenn Sie das geostrategisch anschauen, enorme Auswirkungen für die Zukunft. Und hier steht die Vereinigten Staaten wieder mal leider als fast einziges Land so da. Sie können nach Russland gehen, da ist das Ganze noch viel schlimmer. Sie können in Brasilien gehen, Sie werden es nicht glauben. Auch sehr schlimm. China, eben wie gesagt, katastrophal. All dies ist eine sehr grobe Messgröße, da nicht alle im erwerbstätigen Alter tatsächlich arbeiten können oder arbeiten möchten oder arbeiten müssen.
Also je näher man diesem Rentenalter kommt, desto geringer ist diese Erwerbsbeteiligung. In vielen Gesellschaften nimmt das sehr früh ab. In der Schweiz liegt diese bei 55- bis 64-Jährigen bei ungefähr 75%. Das ist ein ganz großer Spitzenwert. Deutlich über dem OECD-Durchschnitt von 60%. Also in der OECD sind 60% der Leute noch beschäftigt in der Altersklasse zwischen 55 und 65, in der Schweiz noch 75%. Außerdem müssen bei diesen Abhängigkeitsverhältnissen ja auch noch die Kinder berücksichtigt werden, für die eigentlich die Arbeitstätigen auch sorgen und die Gesellschaft sich auch darum kümmern muss. Und jetzt gehen wir mal in diese berühmten Pyramiden. Sie sehen hier diverseste interessante soziologische Phänomene. Sie sehen hier 1950 und Sie sehen hier das Kriegsende. Das Kriegsende führte dazu, dass nach dem Kriegsende, als die Aussichten besser wurden, das ist die Schweiz. Bei Deutschland, also bei den kriegsführenden Nationen, sieht das ein bisschen anders aus. Aber bei uns war nach Kriegsende im Wesentlichen eine Erleichterung da. Und wenn man sich den Kinderwunsch ein bisschen aufgeschoben hat während des Krieges, dann hat man das dann korrigiert. Und da ist die Babyboom-Generation entstanden. 1970 oder 1968 könnten Sie auch sagen, nicht? Ist die Babyboom-Generation, hat sie sich gerade breit gemacht an den Universitäten und mit diesem Klamauk und ist hier raufgerutscht. Aber irgendwas ist da hinten passiert. Und eigentlich haben Sie das, hätten Sie das in der Regenbogenpresse gut lesen können. 1960 ist mehr oder weniger die Pille eingeführt worden. Und das hat zu einem massiven Einbruch in den Geburtenraten geführt. Zudem hat sich dann in der 68er-Generation natürlich auch der Wunsch der Frauen nach einem emanzipativeren Lebensstil, nach einer größeren Beteiligung, hat sich dann durchgesetzt. Und 1990 sieht man, das, was man den Pillenknick nennt, hier dramatisch, oder? Und jetzt ist es so, dass die Babyboomer-Generation dann nach oben rutscht. Das hat man dann schon gemerkt, oder? Und man hat dann in den 70er Jahren, sehen Sie hier plötzlich eine Zusatzgruppe. Das ist die Immigration der 60er und 70er Jahre. Wir haben damals nicht genug Arbeitskräfte gehabt, um diese starke Bevölkerungsanstieg zu bewältigen. Und man hat stark Arbeitskräfte immigrieren lassen. Und diese Arbeitskräfte werden mit der ganzen Pyramide alt und ändern eigentlich, außer dass sie die Pyramide verbreiten, ändern eigentlich die demografische Struktur kaum. Weil sie sofort die Reproduktionskonditionen der Bevölkerung übernehmen, in denen sie leben. Sie haben auch nicht mehr 10 Kinder, sie haben auch nur noch 1 oder 2 Kinder. Das geht sehr schnell. Man hat hier 1990 sieht man das und hier ist jetzt so, da sieht man sehr gut, jetzt kommt diese Babyboom-Generation, die drückt jetzt nach oben und geht ins Rentenalter. Und hinten kommt nichts. Also fast nichts, nicht? Das heißt also, währenddem Sie kennen das von Ihren eigenen Unternehmen, während Sie in den 90er Jahren in den Unternehmen den Druck hatten der jüngeren Generation, dass die zu sehr vielen Frühpensionierungen oben geführt hat, um für diese umsatzstarken Jahrgänge Platz zu machen in den Unternehmungen, ist dieser Druck heute viel geringer und ohne Immigration wäre der Druck überhaupt weg. Und wenn wir nun in die Zukunft schauen, 2010, von der Pyramide zum Pilz, das haben wir besprochen. 2035, es geht weiter. Und jetzt sehen Sie natürlich, dass hier über 65, diese Gruppe wird massiv groß. Das ist das, was wir besprochen haben. Und wenn Sie jetzt dazu, da gehen wir ja von einem moderaten Szenario aus. Wir gehen ja davon aus, dass sich die Reproduktionsrate auf dem heutigen Niveau hält. Ist überhaupt nicht garantiert. Und zweitens gehen wir davon aus, dass eine moderate Attraktivität für den Standort Schweiz weiter die Immigration erlaubt. Das ist unpolitisch, dass man das auch akzeptiert. Wenn man das jetzt nicht mehr akzeptiert, geht natürlich in diesem Bereich hier
die blaue Kurve ziemlich schnell weg und dann verändert sich diese Zahl wieder. Und jetzt kommt nichts mehr. Ah, halt. 2060, da sieht man jetzt natürlich, wie sich das massiv nochmals nach oben verschiebt. Also das sind einfach die Fakten. Und das Traurige, die Handlungsoptionen, wenn Sie die anschauen. Also hier kann man sagen, ja gut, also anstatt dass wir hier irgendwo zwischen 55 und 65 anfangen, die Arbeitsaktivität zu reduzieren, ist eigentlich eine solche Gesellschaft darauf angewiesen, dass auch die ältere Generation im gesellschaftlichen, beruflichen, wissenschaftlichen, künstlerischen Bereich aktiv bleibt. Es kann nicht sein, dass ein solcher Klotz hier einfach quasi zur Seite geschubst wird oder sich selber ins Offside begibt. Zweitens, wenn wir die Zuwanderung massiv einschränken, dann aggravieren wir das Problem massiv. Das sehen Sie hier. Also wenn Sie, je weniger das Blaue, das Sie hier haben, umso schlechter werden die Verhältnisse. Und drittens, wir müssen dann schon schauen, dass die Reproduktionsgeschichte sich nicht noch weiter verschlechtert. Es ist auch eine traurige Erfahrung eigentlich, dass keinem Land auf der Welt es gelungen ist, diese Reproduktionstrends zu verändern. Das ist eigentlich nicht wirklich passiert. Es gab einen Versuch von Charles de Gaulle nach dem Zweiten Weltkrieg, als er den Franzosen gesagt hat, es soll ihm nie mehr passieren, dass es mehr Deutsche als Franzosen in Europa gäbe. Das hat aber auch nicht lange hingehalten. Nicht? Und sonst ist das eigentlich fast niemandem geglückt, weil sich eine Gesellschaft auf diese Sachen einstellt. Das ist einfach so. Und ich bin jetzt gespannt, was in China dann geht. Jetzt hat man die Ein-Kind-Politik gelockert. Und so, was ich höre, oder, passiert gar nichts. Vielleicht braucht es einige Jahre, aber was meine Information verändert sich. Das, was man etabliert hat mit der One-Child-Policy in China, ändert sich auch nach 3 Jahren nach der Liberalisierung, oder 4 Jahre, hat sich nichts geändert. Also das sind einfach Fakten. Man kann letztes Mal an einem Podiumsgespräch gesagt, Sie können immer Ihre eigene Meinung haben, aber Sie haben keine eigenen Fakten. Das sind leider die Fakten. Jetzt gibt es etwas, was ich Ihnen mal noch sagen möchte. Das ist jetzt mein zweiter Punkt, den ich hier noch machen würde. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Das ist die Stadt Zürich. Was hat das nun für einen Einfluss, ist eigentlich die Frage, die mich hier interessiert, auf den politischen Prozess. Gesamtwohnbevölkerung der Stadt Zürich 100. Kinder 13% bis 15 Jahre. Ich habe mal angenommen, bei 15 Jahren macht jeder eine Lehre oder 16 und ist dann im Arbeitsprozess eingeschlossen. Das ist hier die Annahme. Bis 15 nicht. 15% Pensionierte jetzt, nicht? Das ist, wann ist das? Ja, das ist wahrscheinlich etwa vor 4-5 Jahren. Dann 13% nicht erwerbstätig, aus verschiedensten Gründen. Das enthält immer noch eine gewisse hohe Frauenquote, aber es hat auch andere Nicht-Berufstätige hier. Beschäftigte im öffentlichen Bereich 8%, Ausländer 26%, Schweizer Erwerbstätige in der Privatwirtschaft 25% der Bevölkerung. So. Wenn Sie das anschauen, dann müssen Sie sagen, die sind am politischen Prozess nicht beteiligt und die da hinten auch nicht. Die haben eigentlich ein Interesse, ein strukturelles, an einer Umverteilung oder an einer, ja, sagen wir mal, kein großes Interesse an der Reform selbst, weil sie ja ein gewisses ökonomisches Interesse haben drin. Diejenigen sind zwar an der Erarbeitung des Bruttosozialproduktes beteiligt, haben aber nichts zu sagen. Und die werden von allen anderen überstimmt. Also es ist aus der Altersstruktur und aus der ökonomisch-soziologischen Struktur einer Großstadt wie Zürich ist eigentlich der Reformwille kaum abzusehen. Also Sie müssen irgendwie, müssen Sie ja noch sehen, der nimmt stark zu. Immer mehr Pensionierte kommen auch zurück in die Stadt Zürich, weil ihnen Turbental mit 65 nicht mehr gefällt, weil sie es ein bisschen einfacher haben wollen und weniger weit und so.
Es ist die Frage, welche politische Entscheidung eine solche Gesellschaft fällt, welchen Reformwillen das hat. Das ist das, was Professor Ernst Fehr vorher angesprochen hat. Es ist strukturell, das Problem ist nicht strukturell. Es hängt nicht unbedingt. Ich glaube, dass sich diese Frage eigentlich nur darüber regeln lässt, dass man für die Leute hier eine Zukunft malen kann, wo sie aktiv in der Gesellschaft beteiligt bleiben. Eine dynamische, aktive Gesellschaft. Wenn man das rüberbringt, hat man diese Leute auf ihrer Seite. Weil immer mehr Leute, ich sehe das ja bei uns, wenn Leute pensioniert werden. 3 Jahre vor der Pensionierung strahlen sie. 3 Monate vor der Pensionierung schauen sie einem mit Panik ins Gesicht und sagen, was mache ich jetzt? Und das ist sehr viel der Fall. Also das war ein Element. Jetzt noch zum Abschluss etwas anderes. Und das hat mit der Schweizerischen Nationalbank zu tun. Ich weiß, die haben mich nicht gern. Aber das sind die Spar- und Investitionsquoten. Also Sie sehen, die dunkle Farbe ist die Sparquote und die helle Farbe ist die Investitionsquote. Und Sie sehen, dass die Sparquote mal tendenziell eigentlich ansteigt. Das hat auch teilweise zyklische Faktoren in diesen alternden Gesellschaften, nicht so in den USA. Und dass die Investitionsquote absinkt. Wenn Sie nun, dann sagen Sie, ja gut, das ist ja verständlich, die investieren gar nicht mehr, die ältere Gesellschaft, die konsumieren dafür viel. Dann gehen Sie in die Konsumgeschichte hinein. Dann sehen Sie, dass die Konsumneigung massiv abnimmt. Ich höre zwar die Botschaft, die Ernst Fehr sagt, dass eigentlich das Bedürfnis da wäre, aber die Realität ist anders. Die Realität ist, dass fast in allen Konsumbereichen, sei es Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke, also die Alkoholgetränke sind da nicht dabei, aber Kleidung, Schuhe, Nachrichtenübermittlung, Beherbergung, Verkehr, Unterhaltung, Erholung, Kultur, die Konsumquote sinkt, die Investitionsneigung sinkt. Und da muss man sich dann schon fragen, ist denn die Kur, dass man das Geld immer billiger macht, stößt die eigentlich auf Resonanz? Oder? Ist überhaupt jemand da, der diesen Steilpass des Gratisgeldes überhaupt noch aufnimmt, investiert? Wenn ich Konsumgüter herstelle, muss ich sagen, je älter die werden, umso weniger konsumieren die. Und investieren tun sie eigentlich auch nicht. Und da ist eigentlich die Frage, wie eine solche Gesellschaft noch wachsen kann. Haben wir nicht falsche Vorstellungen über das mögliche Wachstum in einer solchen Gesellschaft? Sind wir vielleicht nicht so glücklich, wenn es überhaupt nicht mehr wächst? Weil wenn nicht investiert wird und auch nicht konsumiert, wird Cash angehäuft. Und jetzt sagt man ja gut, also wir besteuern diese Cash mit 0,5 oder 0,75% Negativzins. Und man versucht, die Leute in Investitionen hineinzudrängen oder in den Konsum. Das hat aufgrund dieser Altersstruktur unter Umständen einzig zur Folge, dass eine Familie oder ein Ehepaar, das jetzt 65 wird, dass die sagen, ja, wir haben uns eigentlich das ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt sind die Zinsen sehr tief, jetzt sparen wir noch mehr. Weil sonst langt es nicht. Das ist eigentlich wirklich das, was ich befürchte, dass die monetäre Politik nicht oder zu wenig berücksichtigt. Mit dem möchte ich eigentlich schließen. Danke vielmals.